Hallo liebe Radio-Freaks, herzlich willkommen zum zweiten Teil oder was weiß ich. Wir haben jetzt hier den nächsten Tag sozusagen und ich habe mir tatsächlich nochmal eine Sache überlegt, wie man dieses Wegwandern des Zahnriemens verhindern kann. Und das mache ich jetzt. Viel Spaß mit dem Video. Aber bevor ich jetzt hier losstarte, ganz, ganz wichtig, ich möchte das nochmal ausdrücklich betonen, ich mache die Sachen hier auf eigene Verantwortung. Und wenn man an dem Smartman herumschraubt, wenn man diesen Deckel oben öffnet, erlischt sofort jegliche Garantie. Das müsst ihr wissen. Und es sind natürlich viele drehende Teile, die sich da bewegen, wenn wir irgendwelche Tests machen. Da kann man sich schwer verletzen. Und deswegen, ich übernehme natürlich überhaupt keine Verantwortung für das, was ihr tut. Wenn ihr das nachmacht, macht ihr das auf eigene Verantwortung. Und das muss ich ja nochmal ganz deutlich sagen, weil das ist schon eine ziemlich heikle Sache. So, egal jetzt, das war der sogenannte Disclaimer, also der Haftungsausschluss. Und jetzt geht's los. Also, hier haben wir diese Führungsrolle. Und hier an dieser Stelle, genau an dieser Stelle, da sitzen die beiden Lager. Die habe ich jetzt gerade nochmal abgebaut. Ich schiebe die mal wieder drauf. Hier sitzen diese beiden Lager. Also wir werden jetzt diese Lager ziemlich genau in die Mitte positionieren. Und dann nehme ich tatsächlich eine ganz normale große Unterlegscheibe. Das ist ja eine 10er Welle. Ich messe hier nochmal nach. Genau, 10,5. Die hat einen Außendurchmesser von 29,5. Und die setze ich jetzt hier drauf. So. Und dann kann ich das Lager drauf schieben. Jetzt seht ihr, ich hoffe, ihr seht das, dass natürlich jetzt diese Unterlegscheibe sowohl oben und unten am Lager anliegt. Das ist nicht gut. Also muss ich noch einen kleinen Abstandsring dazwischen setzen. Und da habe ich einmal hier so einen ganz dünnen Ring, beziehungsweise eine ganz dünne Unterlegscheibe, um halt einen Abstand zum oberen Lagerring zu erzeugen. Und das sieht schon ganz gut aus. Das zweite Lager setze ich direkt daneben. Das sieht auch ganz gut aus. Und dann brauche ich noch einen Abstandsring. Dazu habe ich jetzt nur noch hier so einen Sicherungsring ist das gefunden, der aber auch sehr dünn ist, nur so einen Millimeter dick. Den setze ich jetzt auch noch mal da drauf. Und dann kommt die äußere Unterlegscheibe. Zack. So, und die Lager laufen frei. Diese Unterlegscheiben, die sind natürlich jetzt festgespannt. Die Lager laufen ganz sauber frei. So, das ist super. Und jetzt muss ich natürlich Folgendes machen. Jetzt kriege ich hier den Zahnriemen nicht mehr zwischen, weil der Abstand jetzt dieser Unterlegscheiben, ich muss mal gucken. Doch, ihr seht alles, ne? Hier ist zwei, ja. Der Abstand der Unterlegscheiben zu dem großen Zahnriemen ist zu eng. Also ich musste jetzt die Schraube lösen, ziehe ein bisschen die Spindel zurück und schiebe das Ganze wieder nach vorne. So, und jetzt seht ihr, dass der Zahnriemen perfekt hier jetzt geführt wird. Ich komme noch zum kleinen Problem. Jetzt schraube ich erstmal die Spindel fest. Und ich hatte jetzt eben überlegt, eben ob ich durch diese Führung, ich habe schon ausprobiert, ob ich jetzt nicht durch die Führung verhindere, dass der Zahnriemen runterläuft. So, und jetzt ist tatsächlich dieser Zahnriemen seitlich geführt. Dummerweise drehen diese Unterlegscheiben nicht mit. Das ist ein Problem. Eigentlich bräuchte ich so eine Hülse wie hier oben. So eine Hülse hier unten nochmal. Genau so eine Konstruktion. Hier mit diesen beiden Seitenwänden, alles gelagert. Genau das Ding bräuchte ich nochmal unten. Habe ich nicht.
Feder wieder ran. Wunderbar. Hängt drin. Sehr schön. Dreht. Bewegt sich. Gut, dann lass mal laufen. Fahren wir erstmal vorwärts. Das sieht super aus. Das ist eben jetzt die Frage, wie weit jetzt hier seitlich sich der Zahnriemen abrubbelt, aber glaube ich nicht. So, jetzt schalten wir um auf rückwärts. Jetzt haben wir ja noch nicht die Feder gespannt. Machen wir es mal ohne. Das wäre natürlich die allerbeste Lösung. Achtung. Ist ein bisschen drüber gerutscht. Aber er hängt jetzt natürlich tatsächlich an der inneren Scheibe hier dran. Ich fahre noch mal hin und her. Klack, klack. Dann seht ihr, wie er sich wieder zentriert. Rückwärts. Oh, nicht schlecht, ne? Für das Backlapping reicht das. Man könnte ihn jetzt wirklich ein bisschen blockieren, dass der nicht so eine Lose hier kriegt. Zumal, wenn er jetzt beim Backlapping noch ein bisschen Widerstand bekommt. Also ihr könnt jetzt hier einfach, hatte ich ja schon mal gezeigt, hier diese Feder praktisch blockieren. Das heißt, jetzt kann er überhaupt nicht mehr hochdrücken. Jetzt ist er so gespannt. Und wenn ich jetzt rückwärts fahre, dürfte er auch vor allen Dingen das sieht doch super aus. Und er läuft eben nicht runter. Das heißt, er hängt jetzt an der inneren Scheibe. Die Frage ist natürlich, wie schnell jetzt hier der Rand verschleißt. Aber gut, Leute, das ist doch cool. Ja, was sagt ihr? Das ist natürlich jetzt eine sehr einfache Lösung. Und ich verstehe jetzt nicht, warum Sportman nicht hier unten gleich so eine mitlaufende Hülse gemacht hat. Die werde ich mir jetzt selber drehen. Dann habe ich weniger Verschleiß auf dem Rand des Zahnriemens. Und ob man das jetzt blockieren muss, weiß ich nicht. Ich würde auf jeden Fall das zur Sicherheit machen. Ist ein bisschen umständlich, müsst ihr wieder abreißen. Wichtig ist natürlich jetzt noch eins, dass ihr immer einen zweiten Mann habt, der jetzt hier den Hebel oben festhält und euren Backlapping-Vorgang beobachtet. Das ist nicht ungefährlich. Wenn ihr da auch mit dem Pinsel reinkommt und die Spindel blockiert, dann fliegt euch hier alles um die Ohren. Also das Backlapping ist eine sehr, sehr gefährliche Geschichte. Und deswegen warne ich jetzt nochmal ganz explizit davor, immer mit dem zweiten Mann, immer mit dem langen Pinsel. Kann man ja eigentlich gleich mal machen. Mache ich jetzt gleich nochmal. Um die Pinsel, warum nicht? Ich muss die eh mal waschen. Diese sieht furchtbar aus. Die ist verpegt hier. Dann wasche ich hier gleich mal alles. Was ich noch nicht gemacht habe, habe ich hier die Silikonfuge wieder draufgesetzt. Okay, schrauben wir den Deckel wieder ab. Weil ist ja schon sinnvoll, dass da jetzt kein Wasser reinkommt. Super, Andreas, super, du machst das super. Mindestens so gut wie Sportman. Da ist ein bisschen viel. Zack, weg damit. Da ist auch ein bisschen viel. Oh, hier ist ein bisschen wenig. So. Das sieht doch nicht schlecht aus. Quetscht natürlich das Silikon größtenteils raus. Das ist einfach so. Ist natürlich
keine schöne Lösung. Ist keine schöne Lösung. Einverstanden. So, lieber Rasenfänger, ich habe ja euch erzählt, dass ich hier stundenlang herumgefummelt habe. Und zwar habe ich mir tatsächlich so eine Rolle gedreht. Ich nenne sie jetzt die Garnrolle. Und diese Garnrolle, die kommt jetzt hier unten drauf. Ich mache das mal hoch hier. So, die kommt also hier unten drauf. Und jetzt sitzt sie absolut spielfrei hier in der Mitte. So, und damit habe ich jetzt hier unten halt eben eine perfekte Führung. Und jetzt lasse ich sie mir erstmal vorwärts laufen, also die normale Drehrichtung. Schalt an. So, das war vorwärts. Und jetzt schalte ich um. Klack, klack. Und jetzt. Yeah! Leute, ist das cool. Sicherheitsschalter. Das Ding rutscht überhaupt nicht mehr hin und her. Man sieht aber, dass er sich jetzt hinten anlegt an die Garnrolle, aber er kommt nicht mehr weg. Ich mache nochmal an. Sicherheitsschalter. Ja. Man sieht auch so schön, wie die Garnrolle hier mitrollt. Hammer! Okay, anschalten. Dann machen wir auf rückwärts. Rückwärts ist er schon. Dann machst du hier an. Lock und. Bald spritzt er auch ein bisschen hoch. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Die Stunde der Wahrheit. Spritz. Ja, ja, ja. Fantastisch. Bist du dreckig? Manik. Fertig. Erstmal abspülen. Alles gut. Gut, jetzt kannst du nochmal. Einmal nochmal vorwärts machen. Umschalten. Ja. Erst drücken und dann hoch, genau. Langsam. Nur wie ein Kätzchen. Fantastisch. Einmal ran an die Spindel. Unglaublich. Nahezu geräuschfrei. So, du Rasenfüchs. Ja, jetzt bin ich am Ende des Videos angekommen. Also, ich bin echt schwer begeistert. Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen, wenn ihr es auch cool findet. Hier meine Garnrollenlösung für den Swapman Electra. Ja, und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Oh, der Rasenfreak ist ganz stolz. Tschüss.